Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy mit mir, der Steffi. Wir sind immer noch im Raum der Wünsche und das ist der zweite Teil. Und was bedeutet, wir kümmern uns auf jeden Fall nochmal um den Raum. Und ja, vielleicht haben wir ja dann noch ein bisschen Zeit, wenigstens noch was anderes zu machen. Ich weiß es aber noch nicht, ne? Also, wir sollen einen Stil ändern. Okay, wir sollen einen Stil ändern von Farbe eines Gegenstandes, eine Größe eines Gegenstandes. Okay, dann nehmen wir mal drei. Drei da. Den Stil. Nee, Moment, da war doch was anderes. Hier. Änderungszauber, den müssen wir mal ganz kurz. So, jetzt aber. Wissenschaftliche Wände. Achso, da habe ich nur die eine, aber ich kann die Farbe verändern. Schwarz, blau, grün. Weiß. Ich weiß nicht. So. Ja. So. Okay, machen wir mal so einen Gegenstand hier, ja, weil. Okay, ändern wir diesen auf. Auf den. Dann ändern wir diesen auf eine. Geht das noch kleiner? Es geht größer, passt dann aber hier nicht mehr hin. Na schön, tut mir leid. Habe ich. Und jetzt die Farbe. Oh, Farbe. Nehmen wir den da. Nicht das Bild. Ich will das da ändern. Nein. Okay, vielleicht kriegen wir das anders hin. Können Sie mal aus dem Weg gehen? Danke. So. Genau, den wollen wir jetzt. Entschuldigt bitte, Hintergrundgeräusche können auftreten bei mir. Ich versuche das Ganze aber, ja, so gut es geht, zu vermeiden. Ja komm, lassen wir das jetzt. Ah ne, die Farbe soll ich ver... Ach Gott. Die Farbe, okay, Farbe ändern. Nehmen wir schwarz. Okay. Ich glaube, das nehmen wir. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Ja. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Okay, machen wir erstmal den Balkon. Den Boden meine ich. Okay. Wir könnten jetzt... Boah. Hat was, aber ich glaube, ich nehme das. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Bitte? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Okay. Sprechen Sie mit Dick. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Wir gehen einfach mal alles durch, ne? Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Ha, hervorragend! Mystisch. Was für eine Veränderung! Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ja?
Wow. Okay. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Wunderbar. Jetzt können wir alles ändern, praktisch gesehen. Aber wir wollen jetzt noch mal um das Licht kümmern, um das anzugucken, ne, was es da noch gibt. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Was wollten wir denn? Natürlich und naturverbunden? Hatten wir das vorher? Ich hätte es gerne natürlich und erdverbunden. Hervorragend! Okay. Ist schon ganz nice, aber wir gucken nochmal. Dick, kannst du die Beleuchtung hier? Gewiss. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Hervorragend. Okay, dann sieht er jetzt so aus gerade mal. Ja, wir machen jetzt aber was anderes. Wir nehmen etwas, was heller ist. Dick, kannst du die Beleuchtung... Entweder warm und gemütlich oder erdverbunden. Ich guck nochmal warm und gemütlich. Warm und gemütlich soll der Raum sein, als würde ich in einem Krug voll Butterbier schwimmen. Hervorragend. Oder lieber dieses Erdverbundene. Versuchen wir nochmal. Dick, kannst du die Beleuchtung... Ich hätte es gerne... Hervorragend. Nee, wir machen das warm und hier Dingens. Tut mir leid, ich musste das jetzt nochmal. Also, warm und gemütlich. Warm und gemütlich soll der Raum. Hervor! Ich hab's jetzt weggeklickt, ne, dass es schneller geht. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den Boden haben wir ja angepasst. Dann lasst uns jetzt noch mal die Wände. Man kann es so, man kann es so machen. Oder so. Hat auch was, wenn man die Farbe ändern würde. Gott. Ja, nee. Wir gehen zurück. Entweder das. Ich glaube, das nehmen wir. Ja, oder halt das Weiße. Lassen wir das mal. Müssen wir die Wände auch so machen, oder? Das war's. Und das Ganze in... Was ist das? Weiß? Oder was war das? Warte mal. Nee, warte.
weiß, ja. Aber wir können die Seite aber mal schwarz machen, einfach um uns das mal anzugucken. Wir haben uns für den da entschieden. Und das Ganze machen wir in schwarz. Okay. Ja, finde ich eigentlich gut, wobei zu dem hier, ja, ist das andere passt halt besser, ne? So, wir probieren jetzt mal ein bisschen was rum hier. Nee, Moment. Was hatten wir denn jetzt? Weiß oder grau? Das ist so. Das ist grau. Nee, das sollte schon so. Farbe. So. Genau, das gleiche. Ich probiere das jetzt mal. Nein. Zurück. So, das. Diese Wand und das Ganze in dieser Farbe. So, der Balkon kommt gleich. Das muss ich jetzt einmal drumherum machen. Das heißt, die Wand muss es auch noch. Wie gesagt, wir machen die Folgen echt jetzt so, ne? Das so, Farbe ändern und das Ganze so. Einige Bilder kommen da auch sowieso noch von weg. So. Ja, wie wollen wir das? Aber da oben die Sachen haben wir ja auch noch nicht. Das ist ja einmal rum, kann man so sagen. Oh mein Gott. Na schön, fangen wir mal in der Ecke an, oder? Erstmal mit das Ding da oben, ne? So, was gibt es da? Ein Nest? Nein, nein. Ja, aber... Schwarz, ne? Über das Weiße. Und das Gleiche haben wir ja da, ne? Oder? Okay. Was habe ich auf der Seite? Vielleicht doch lieber das? Das da. Ja, das mache ich auch an der. Gefällt mir besser. Ich wollte mich eigentlich gar nicht damit so viel aufhalten, Leute. Nee, das war's nicht. Wir müssen das Ganze zurück. Farbe ändern. Ist das so? Ja, ne? Ja, super. Dann haben wir jetzt dazu diese Zwischenschränke daneben. Upsala. Sieht nice aus. Ah, da bin ich auch wieder so hin und her gerissen. Ich glaube, das in einer anderen Farbe, geht das? Das ist weiß. Das ist grau, schwarz. Das sind schwarz, würde ich sagen. Machen wir jetzt da auch. Was habe ich denn da gesagt? Das war das? Nee. Das in... schwarz, so. Oh, ja, das machen wir jetzt hier auch. Oder auf die Seite können wir das machen. Aber allerdings auch. Ja, das sieht schon ganz okay aus. Wie sieht es denn weiß aus? Ah. Auch in schwarz. So. Hey. Das Farbe. Jetzt haben wir da so zwei verschiedene. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eine Tür. So ein Bogen.
So, und jetzt gucken wir uns an, welchen Bogen wir da hätten. Ja. Geht so. Ja, ich mag das so steinig, burgig. Burgig. Ja. So, das wäre jetzt schwarz. Ich glaube, das ist was innen, ne? Erst. Das ist weiß. Naja, nicht wirklich. Das ist jetzt alles hier, ne? Irgendwie cool, aber ich wollte ja eigentlich... Ich finde die Eule cool. Ich muss das jetzt so... Hier ist noch ein Eingang. Oder ein Durchgang. Das machen wir jetzt auch, denn ich wollte ja den Stein haben. Aber die Farbe war, ich glaube, schwarz. Nee. Ich hatte die weiß. So. Der Balkon noch, Leute. Dann sind wir durch. Fürs Erste durch. Also, was nehmen wir da? Das sieht schon nice aus. Das auch. Ja, ich glaube, das passt am besten, oder? Also entweder das. Kann man da was dran? Ja, warte. Nee, nee. Anschauungsmaterial ändern. Ich gehe davon aus, dass wir das hier nehmen. Das ist schwarz. Das ist grau. Das ist weiß, das nehmen wir. Schön. Man könnte sogar den Flur hier ändern, oder was? Nee, 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 alles gut. Geek findet, dass sie gute Arbeit leisten. Danke. So, das könnte man jetzt noch anpassen. Weil das hier kommt eh weg, Leute. Also das bleibt nicht, ne? Das kommt eh weg. Ja gut, das reicht mir jetzt erstmal. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir können natürlich... Wir brauchen auf Dauer... ja, auf Dauer brauchen wir mehr Pflanzentöpfe. Müssen dafür auch was kaufen. Aber wir gucken uns mal kurz jetzt an. Wir müssen da noch was beschaffen. Genau. Melde dich bei Professor Fick. Genau. Was wir jetzt aber mal eben machen, sind Talente. Die haben wir. Wir haben einen Talentpunkt. Zaubersprüche haben wir ja. Confringo, Treffer, kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Das nehmen wir, glaube ich, mal, oder? So schneiden durch. Ja, komm, nehmen wir das. Und danach hätte ich gerne das da. Wobei ich beim Schleichen schlechter entdecken. Ja. Ne? Machen wir auch noch. Ist kein Problem. Würde ich mir so sagen. Achso, Herausforderungen. Wo sind denn die Herausforderungen? Ah. Entschuldigung, Leute, aber ich muss das jetzt machen. Da haben wir noch nichts weiter. So, dann Aufträge, haben wir auch noch nichts. Erkundungen, auch nichts. Okay. Raum der Wünsche können wir nicht, obwohl wir da jetzt gemacht haben, ne? Ja, ansonsten, na klar, man kann jetzt hier hinten, also das wurde uns ja, wir können das alles verschwinden lassen und hätten dann so mit Mondstein genug, ne? Das könnten wir jetzt auch noch anpassen, zum Beispiel das Fenster oder so, ne, oder den Boden. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da jetzt keine Lust drauf, so wirklich. Ich werde mir demnächst hier dann die ganzen Sachen vollstellen mit... die muss man aber kaufen. Das sind so Rezepte, damit man sich große
noch große Dingens kaufen kann. Ja gut, das könnten wir mal eben gucken. Es ist ja für den Raum der Wünsche. Hier unten müssen wir hin. Wir gucken jetzt erstmal, ne? Einfach mal, was wir dafür noch brauchen. Weil da, wir müssen große Töpfe, um Sachen anzupflanzen. Und dann nach und nach die Araune und alles Mögliche holen, weil einige Dinge müssen wir selber anpflanzen. So. Immer schön ein bekanntes Gesicht zu Vielen sehen. Vielen Dank. So, wir haben... Ja, das sind auch Sachen für Tierwesen, aber jetzt geht's erstmal darum... Ach gut, haben wir nicht. Schade. Nein, nein. Obwohl, das ist ja das Gleiche, was wir dann jetzt Ein haben. Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, aber trotzdem kriegen wir nur eins, ne? Pflanzentisch, mittelgroßen Topf. Wir brauchen eigentlich einen großen Topf. Kleine. Großen Topf. Ich glaube, das kaufen wir jetzt. Und dann machen wir uns Nichts da ist schöner als genau das Richtige drei zu finden. Stück davon hin. So. Also. Zurück nach Hogwarts. Also da bekommen wir auf jeden Fall die, ja, diese ganzen Sachen, die ganzen Schränke freigeschaltet, indem wir sie kaufen, ne? Und jetzt brauchen wir nur das hier. Und dann wird uns schon angezeigt, Pflanzentisch mit großem, ne, mit kleinem Topf haben wir. Hier ist der große. Genau. Mit großem Topf. Aber das gehen wir unten hinbringen. Und dann gucken wir noch mal. Das sieht schon recht nice aus, aber... Was ja schon nice ist. Wobei, nee, das nehmen wir. Ändern wir jetzt noch die Farbe. Das ist wieder das, was wir die ganze Zeit hatten. Wir nehmen weiß. So. Erstmal, ne? Eigentlich steht das Ganze hier auch ziemlich ungünstig. Ich glaube, ich werde hier den Boden einmal nochmal eben ändern. Und zwar... Oh ja, das glaube ich. Ja, wir nehmen genau das Gleiche, das hier. Oh, schon viel besser. Jetzt können wir hier... Ich weiß, ich kann es nicht lassen. Es tut mir wirklich leid, Leute. Oha. Ich glaube, wir nehmen das. Jetzt haben wir das da auch. Musste. Achso, hier die komplette Front. Geil. Ja, wir nehmen das, aber der Unterschied. Ich mach mal weiß. Ja, nehmen wir das. Schöner. Die Fenster. Ja, so schlossmäßig. Wobei ich hätte gerne eine Änderung, und zwar mit der Farbe. Was ist denn da der Unterschied? Achso, die... Ja, das finde ich schon sehr nice. Nee, da nehme ich schwarz. So, jetzt kommt die Wand da dran. Hallo? Ja? Das möchte ich, glaube ich, oder? Ja.
ist so übel zu sehen. Ups. Hat was. Wie ist denn dieses... Ist das auch eine ganze... Ne, die haben wir doch gerade, oder? Könnt ihr mal hier weggehen? So, was können wir hier rausbauen, basteln? Oh, das ist eigentlich ganz cool. Ich werde das nehmen. So, gucken wir noch. Das wird alles, das sieht so... Also grau ist schon recht cool. Das ist weiß, aber weiß ist irgendwie... Wir lassen das so, ausnahmsweise. Ja, schön, ne? Haben wir schon mal... Warte mal, wo waren das? Veränderte da. Eigentlich cool. Ja gut, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so was. Hier brauchen wir, weil wir haben noch nichts. Wir können noch nichts kaufen, wir haben noch kein Geld. Also nicht viel Geld. Also, ja. Aber ich glaube, das wäre es dann auch jetzt erstmal, was wir hier machen. Und gehen dann... wir haben jetzt keine halbe Stunde gebraucht für diese Folge. Es ist aber auch nicht mehr schlimm, wenn man ein bisschen was kürzer ist. Also das macht nichts. Nur ich könnte jetzt noch die Zeit mit irgendein dummes Zeug füllen. Möchte ich aber nicht. Ne? Also wir haben jetzt hier schon sehr viel gemacht und ausgesucht. Ich glaube, das reicht dann auch. Es wird sich im Laufe des Spiels sowieso alles noch ändern. Noch weitestgehend ändern. So, wir brauchen auch den Tisch für Weben. Habe ich den schon? Ein Webetisch. Na so, ja gut, sowas jetzt noch, so ein Schnörkelzeug brauche ich nicht. Nein. Was ist das? Webstuhl, genau. Ah, okay, das kommt noch nach einer Quest. Gut. Ja, dann würde ich sagen, es war schön, den Raum der Wünsche erkundet zu haben, und hier könnt ihr super, also nur für die, wenn wirklich keiner das Spiel von euch kennt, wird es schön werden, denn hier wird sich immer bis zum Schluss noch viel immer wieder verändern. Das hätte ich nicht gedacht, aber es wird hier noch super viel anders werden, und da könnt ihr euch drauf freuen. Das war echt auch für mich eine Überraschung und war recht cool. So, ja. So, mehr möchte ich auch nicht sagen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.